Domian, das 1 Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Begrüße ich euch ganz herzlich. Was machen wir in dieser Woche? Wir machen das so, wie wir es immer machen. Wir haben ein festes Thema am Mittwoch und die anderen Tage, so auch heute Nacht, sind freie Themennächte. Und das heißt ja, dass ihr mich anrufen könnt, wenn ihr gerne mit mir plaudern wollt, reden wollt, diskutieren wollt, was auch immer. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten heute Nacht hier? Wenn ihr mit mir reden wollt, dann ruft an 0800 220 5050 oder faxt unter 0800 220 5051 oder mailt unter domian@wdr.de. Diana ist die Erste heute Nacht. Diana, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schön. Guten Morgen, Domian. Hallo, Diana. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich mal durchgekommen bin. Um was geht's denn? Es geht darum, ich bin jetzt seit knapp einem Jahr verheiratet, kann mein Mann ein bisschen länger als ein Jahr. Und jetzt habe ich vor 4 Wochen jemanden kennengelernt. Ich habe bei so einer Hotline angerufen. Mhm. Und mit dem telefoniere ich jetzt schon einige Zeit und der möchte mich jetzt gerne treffen. Ja. Du hast, obwohl du ein Jahr verheiratet bist, bei einer Hotline angerufen. Ja. Darf ich fragen, warum? Ich bin zu meinem Mann hingezogen, also ich bin aus meinem Ort raus. Ja. Zu meinem Mann hingezogen und ich bin ja halt sehr viel alleine, weil er viel arbeiten ist. Ja. Und ja, na gut, aber also Hotline ist ja schon immer ein bisschen was Heißes. Es heißt ja nicht umsonst Hotline. Ja, das ist wohl wahr, aber ne? Vielleicht was. Was erwartet einen denn aus einer Hotline? Sex und Erotik. Ja, das ist nicht immer der Fall. Nicht immer, aber irgendwie so Anbandelei, ne? Ja, doch schon. Das schon, ne? Ja, ja. So, aber. Und weil du immer ein bisschen alleine bist zu Hause, hast du da mal angerufen? Ja. Und auch unzufrieden in der Beziehung, in der Ehe? Ja, es ist halt dadurch, weil ich viel alleine bin und wir haben... Ja, aber das ist doch nicht der Grund, nur weil du alleine bist. Ja, und wir reden halt auch nicht viel miteinander. Ich habe das Gefühl, wir gehen aneinander vorbei. Das ist schon was Gewichtigeres, finde ich. Ja? Wie lange kennt ihr euch denn? Wir kennen uns ein bisschen länger als ein Jahr. Oh, ihr kennt euch ein bisschen länger als ein Jahr und habt dann gleich geheiratet? Ja. Warum? Ich hatte meinen Mann übers Internet kennengelernt. Mhm. Wir hatten dann auch über ein Jahr telefonischen Kontakt, bis wir uns dann gesehen haben. Ja. Und dann bin ich halt recht schnell schwanger geworden. Ist ja auch alles ein bisschen skurril, ne? Ja, ja. Im Internet ein Jahr telefoniert, ja, ja. Dann schwanger geworden und dann sofort heiraten. Mhm. Aber warum sofort heiraten? Ja, ich weiß nicht. Ich war mir ziemlich sicher eigentlich. Und ich bin mir eigentlich auch noch... Also es ist ja nicht so, dass ich meinen Mann nicht liebe, ne? Nee, aber du hast gerade schon was Kritisches gesagt. Irgendwie reden wir nicht mehr so richtig miteinander. Ja, das ist das. So, jetzt kommen wir auf die Grundgeschichte zurück. Ja. Seit 4 Wochen auf Hotline jemanden kennengelernt, telefonisch. Und jetzt steht es an, dass du den treffen sollst oder er dich treffen will. Ja. Wie ist es? Will er dich treffen oder willst du ihn treffen? Er will mich treffen. Mhm. Wohnt er in deiner Umgebung? Nein, nicht ganz. Mhm. Und du bist jetzt am Überlegen, soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? Ja, das ist die Frage. Ist es eine Frage? Ja. Findest du? Ja. Weil, Diana, ich frage deshalb so, in dem Moment, wo du das machst, machst du natürlich einen Schritt in eine Realität, die jetzt noch so ein bisschen irreal ist durch das Telefonieren nur. Nämlich in die Realität des Fremdgehens. Ja, das ist das. Das ist das. In dem Moment, wo du dich sogar mit ihm triffst, ist das alles ja viel wahrer und viel, wie ich sagte, realer. Mhm. Aber das ist halt so, dass wenn wir telefonieren und ich rede mit ihm, er hört mir zu. Und das ist halt, wenn ich mit meinem Mann zusammen bin, irgendwie nicht so der Fall. Wie wäre es denn, zuerst einmal zu versuchen, das mit dem Mann hinzukriegen? Hast du deinem Mann das schon mal gesagt, dass du das vermisst? Ja, ja, hab ich schon. Und dann sagt er mir mal, ja, ich ändere das und wird anders. Und ich war ja auch schon drauf und dran, mal meine Sachen zu packen und halt mal zu gehen. Hm. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht. Als Warnschuss für ihn. Ja, ich hab's ja auch schon gemacht. Ich war ja auch schon für einen Monat weg. Und es hat nichts genutzt hinterher? Ja, dann hatten wir geredet und hin und her, weil ich nach der Schwangerschaft viel Probleme mit Depressionen und Angstzuständen hatte, weil ich halt auch viel alleine war. Ja.
Und dann wurde er halt auch von der Arbeit befreit, und um bei mir zu sein, und er war ständig unterwegs. Also ich war ständig alleine, und da habe ich ihm gesagt, ich kann das nicht mehr, habe meine Sachen gepackt und bin dann halt zu meinen Eltern für 4 Wochen. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ist es wirklich so, dass du das Gefühl hast, du kannst dich mit deinem Mann nicht genügend austauschen? Ja. Letztendlich würdest du aber sagen, ich liebe ihn. Ja. Er ist mir sehr, sehr viel wert und sehr viel wichtig, sehr, sehr wichtig. Ja. Aber es fehlt halt so eine kommunikative Befriedigung zwischen uns beiden. Ja, das ist also. Wenn der dann halt mal da ist, so zu Hause ist oder so, dann sitzt er neben mir und sagt nichts. Ich muss ihm alles aus der Nase ziehen. Hast du ihm mal vorgeschlagen, dass ihr euch mal beraten lasst? Bei einer Eheberatung? Nee. Wäre ja auch ein Schritt, ne? Ja. Also, Diane, ich würde das nicht machen, mich mit dem Typ treffen. Weil alles, was du jetzt weiter, du hast schon eine Menge gemacht, nämlich du hast dich da auf etwas eingelassen, wenn auch nur telefonisch. Aber damit bewegt man sich auch immer einen Schritt weg von dem eigenen Partner. Wenn du dich jetzt noch weiter darauf einlässt, bist du noch weiter weg von deinem Partner, und es verkompliziert sich noch mehr. Wenn dir die Partnerschaft wert ist, versuche doch erst alles Mögliche zu unternehmen. Dazu gehört beispielsweise auch eine Eheberatung, dass deine Partnerschaft in Ordnung kommt. Wenn das nicht in Ordnung kommt, dann geh. Und dann geh deinen eigenen Weg, und dann kannst du machen, was du willst. Aber ja, das so. Dieses Geh ist halt nicht so einfach. Ist mir völlig klar. Aber es ist ja auch keine Lösung, neben einer gefrusteten Ehe irgendwie sowas anderes sich nebenher aufzubauen. Das machen Tausende von Leuten, und Tausende sind dabei unglücklich und haben schlechtes Gewissen. Und irgendwann stürzt dieses Lügengebäude ein, und die Leute bereuen es und sagen, ach, hätte ich es doch nicht gemacht. Ja, aber irgendwie denke ich mir auch, vielleicht nehme ich das als Warnschuss für ihn, dass ich mit ihm rede, dass da halt jemand ist, mit dem ich mich halt eventuell treffen könnte, so dass ich das als Warnschuss für ihn nehme. Indem du ihm das erzählst, oder ja. Was? Ja, gut, mach das. Dann sag ihm, pass auf, es ist so weit schon, dass ich kurz davor bin, mich mit jemandem zu treffen. Mal sehen, wie er reagiert. Ja, okay, finde ich auch eine gute Lösung. Ja, das ist ein guter Vorschlag, finde ich auch. Aber triff dich nicht mit dem. Ja, aber vielleicht reagiert er ja darauf. Vielleicht reagiert er darauf. Und vielleicht wird er auch wachgerüttelt dadurch und lässt sich auch mal auf ein Gespräch bei einer Eheberatung ein. Was mit Sicherheit nicht schaden kann. Es gibt da keine Garantie. Ihr könnt auch an irgendeine komische Sulze geraten, mit dem man das nicht machen kann. Aber man hat nichts zu verlieren. Man geht mal hin und versucht es. Und wenn es gut ist, ist es gut. Und wenn es schlecht ist, okay. Es war ein Versuch. Und es ist ein Versuch wert. So würde ich es machen, Diana. Ja, gut dann. Ne? Dann werde ich mal mit ihm reden. Ja, das mach mal. Ich wünsche alles Gute. Besten Dank. Tschüss, Diana. Tschüss. So, meine Lieben. Telefonnummer 0800 220 5050. Muss ich ja immer, oder sage ich natürlich auch gerne für die Radiozuhörer. Ihr im Fernsehen könnt das ja immer sehen hier. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Frank. Frank ist 33 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo, Frank. Dein Thema. Ja, ich habe vor 2 Wochen meine Freundin verloren, durch einen Selbstmord. Vor 2 Wochen? Ja. Und der Grund dafür war, sie hat mir das so mitgeteilt, dass sie jahrelang von ihrem Vater sexuell missbraucht worden ist. Mhm. Und auch an andere Männer verkauft worden ist. Und sie kam da einfach nicht mit klar. Also sie konnte da nicht so ihren Lebensweg finden. Also sie hat dir dieses zu Lebzeiten erzählt, oder hat sie dir das in einem Brief hinterlassen? Nee, ich habe die dieses Jahr im Juni kennengelernt, im Krankenhaus. Ja. Und da, also wir haben uns sehr gut verstanden und sind dann auch so zusammengekommen. Und dann hat sie mir das nachher mitgeteilt. Ja. Hast du den Eindruck gehabt, dass sie sehr, sehr seelisch, auch im Juni, Juli schon, als ihr euch kennengelernt habt, sehr angeschlagen ist? Ja, eigentlich nicht. Sie war super gut drauf, also besser als ich, weil als ich ins Krankenhaus kam, ging sie gerade. Mhm. Aber sie wesentlich besser drauf als ich. Mhm. Was heißt denn Krankenhaus? Ein normales Krankenhaus, oder war das eine psychologische Klinik, psychiatrische Klinik? Ja, psychiatrische Klinik. Ach so, ah ja. Mhm. Und weswegen warst du da? Na, ich arbeite im Pflegeberuf seit ein paar Jahren, und ich habe einfach so einen Burnout gehabt, so einen Nervenzusammenbruch, so, ach so, ausgebrannt. Mhm. Ich konnte nicht mehr. Ja, musste ja mich da mal so ein bisschen aufpäppeln lassen. Ja. Jetzt ist es vor 2 Wochen passiert. Deine Freundin hat sich das Leben genommen. Mhm. Wie alt war sie? Sie war 37. 37. Mhm. Wie hat sie es gemacht? Sie ist vom Balkon gesprungen. Vom Balkon gesprungen. Wie viel der Stock? Dritte. Mhm. War sie sofort tot? Ja. Ja. Von wem hast du es erfahren? Von Mitpatienten im
also im Krankenhaus, die mich da, die da morgens hinkamen und mir das gesagt haben. Hat sie das denn im Krankenhaus gemacht? Nein, sie hat es bei sich zu Hause gemacht. Achso, aber da gab es Verbindungen und da hat man sich das erzählt. Mhm. Hat sie dir denn etwas hinterlassen? Einen Brief? Irgendwas? Gar nicht. Also wir haben uns ja schon vor 4 Wochen getrennt gehabt. Also ungefähr vor 4 Wochen haben wir uns getrennt gehabt, weil sie hat auch Angst vor mir plötzlich gehabt. Achso, als es passiert ist, wart ihr gar kein Paar mehr? Nee, da waren wir gar nicht mehr zusammen. Weil sie hat auf einmal vor jedem Angst gehabt, vor jedem Menschen, also auch vor mir. Und sie hat in mir einen Täter gesehen und sie hat sich plötzlich von jetzt auf gleich, also sie hat eine Tablette abgesetzt gehabt, so eine Psychopharmaka-Tablette hat sie abgesetzt, weil sie wollte unbedingt fit werden, sie wollte wieder arbeiten und ein richtiges Leben anfangen. Und da ging es dann mit ihr bergab, also mit ihrer Stimmung. Und sie wurde immer aggressiver. Das war wahrscheinlich ihr Fehler. Wie lange war sie denn insgesamt in ihrem Leben in psychologisch-psychiatrischer Behandlung? Also sie hat mir gesagt gehabt, 95 fing das alles an mit ihr, so mit ihrer Krankheit und so. Also das ist aufgebrochen, dass sie sich das bewusst gemacht hat? Ja. Und das Ganze ist im Kindesalter passiert? Ja, also sie hat mir mitgeteilt, dass ihr Vater sie so abends oral misshandelt hat. Und dann hat sie sich danach ergeben müssen und morgens, als die Mutter reinkam, hat sie das gesehen, dass sie ins Bett gebrochen hat, da hat sie ja noch ein paar geknallt. Wie viele Jahre ging das? Ich habe keine Ahnung, also es muss schon einige Jahre gewesen sein. Und der Vater hat das Kind verkauft an andere? Ja. Ja, das ist, glaube ich, wenn man so etwas immer hört, das ist so unvorstellbar, sich da hineinzuversetzen, was das in einem Menschen zerstört. Und was das für Folgen für das ganze Leben hat, für seelische Folgen. Ich glaube, das ist unermesslich, ist das, was da für eine Verletzung stattgefunden hat. Es ist sowas Schlimmes passiert. Wie hast du das denn aufgenommen? Nun wart ihr nicht mehr zusammen, aber dennoch ist ja da eine Bindung, wenngleich ihr auch nicht so lange ein Paar wart. Ja, die Frau, die war wie eine Mutter zu mir. Als ich noch im Krankenhaus war, da hat sie mir Essen hingebracht, Blumen hingebracht. Und die hat mir Sachen gesagt, die mir eigentlich ein Arzt hätte sagen müssen. Die hat aus mir, kann man sagen, fast einen richtigen Mann gemacht, so mit Weisheiten und Lebenserfahrung und so. Die hat mir Kraft gegeben, mich stark gemacht. Als die Trennung war vor 4 Wochen, warst du damit einverstanden oder hast du darum gekämpft oder gerungen, dass ihr doch noch zusammenbleibt? Nee, ich habe sie in Ruhe gelassen. Also ich habe Rücksicht auf ihre Gefühle genommen. Ja. Ich wollte sie nicht noch mehr einengen. Weil ich wusste schon, wenn ich da jetzt irgendwie hingehe und sage, ach komm, dann kriegt sie vielleicht vor mir Angst oder noch mehr Angst. Und hast du denn für dich den Eindruck, dass du, hast du irgendwelche Schuldgefühle, dass du nicht genug getan hast oder dass du... Nee, das nicht. Also ich habe ein bisschen Schuldgefühle so, dass ich vielleicht zu lieb zu ihr war. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn jemand nur Negatives erfahren hat und dann jemand da ist, der einem was Gutes gibt, was Positives gibt... Dass das einem dann verletzt, dass man sieht, was man all die Jahre vermisst hat. Ja, wobei, ich glaube, das ist müßig, ne? Sich da so Gedanken zu machen, wenn die Frau so lange in ärztlicher Behandlung war jetzt, acht Jahre, hättest du wahrscheinlich überhaupt gar nichts mit welchem Verhalten auch immer da was noch verändern können. Ja. Du hast mich aber angerufen. Ja, weil ich wollte, also wie soll man das machen? Also ich würde ganz gerne allen Menschen, also es gibt mit Sicherheit sehr viele Menschen, die jetzt zuhören, ob Männer oder Frauen, die auch misshandelt worden sind. Und denen möchte ich so Mut machen, obwohl das geht eigentlich schlecht, so mal ein paar Minuten auf dem Telefon. Sich hier Hilfe suchen, jemand suchen, der einem hilft und dann diejenigen, die dafür zur Verantwortung gezogen werden müssen, zur Anzeige zu bringen. Egal, ob der liebe Papa ist, der gute Nachbar oder der beste Freund, es spielt keine Rolle. Also in der Hinsicht darf man keine Unterschiede machen, finde ich. Das ist ja sehr, sehr nett von dir, dass du das sagst. Das Problem ist natürlich immer, dass die Leute, die betroffen sind, erstmal selbst auch sich dazu entscheiden müssen und wirklich auch tiefgründig wollen müssen, dass derjenige zur Anzeige gebracht wird. Sie wollte es ja. Sie wollte immer ihren Vater zur Anzeige, vor Gericht bringen. Und sie hat Angst davor gehabt, dass er ihr dann wieder was antun könnte. Ja. Ja, und also, was mich jetzt noch am erbosten macht, also ich habe jetzt über die Kriminalpolizei, konnte ich in Kontakt mit den Eltern treten und die Mutter hat mir am Telefon gesagt, sie möchte nicht, dass Freunde oder Bekannte von Barbara dabei sind. Und wobei sind? Bei der Beisetzung. Bei der Beisetzung. Und die Menschen,
die sie wirklich noch gemocht und geliebt haben, zum Schluss, dürfen nicht Abschied von ihr nehmen. Mhm. Aber die Eltern, die im Regelfall, also nach ihrer Aussage hin, die Schuld daran tragen, an ihrem Tod, die dürfen damit dran teilnehmen. Hat die Beisetzung schon stattgefunden? Also es wird, spätestens diese Woche wird sie stattfinden. Das dauert immer so lange, bis die Gerichtsmedizin dann grünes Licht gibt. Gerichtsmedizin dauert ein bis zwei Tage und die sollte, Und wirst du dich dran halten oder wirst du einfach hingehen? Ich weiß ja nicht, wann das ist. Ach, du weißt gar nichts. Ich weiß gar nichts. Wenn ich es an deiner Stelle wüsste, wann es ist, ich würde hingehen. Ich würde mich über diesen Wunsch der Eltern hinwegsetzen. Aber letztendlich, du kannst, du weißt auch gar nicht, auf welchem Friedhof sie beigesetzt wird. Doch, ich kenne die Gemeinde kenne ich. Und der Pfarrer hat gesagt, also die Eltern haben dem, also er hat den Eltern versprochen, nichts zu sagen. Ach so, naja. Dann scheint da wohl was wirklich dran zu sein, weil wenn die Eltern nichts wollen, dass da jemand mit dran teilnimmt, dann spricht das nach einem schlechten Gewissen. Dann wirst du die Möglichkeit haben, hinterher alleine am Grab Abschied zu nehmen, denn das Grab wirst du irgendwann erfahren, wo das ist und kannst dorthin gehen. Ja. Frank, dein Anruf war ein ehrenwertes Anliegen, das finde ich gut und hoffen wir, dass es irgendwie ein bisschen durchgedrungen ist. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute. Okay, danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Conny, 30 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Conny. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Transsexualität. Mhm. Und zwar ist mein Problem, dass ich seit 10, also ich bin von einem Mann zu Frau Transsexuelle. Ja. Und ich lebe jetzt seit 10 Jahren als Frau. Ja. Und, Aber du hast keine Operation hinter dir. Ich habe Operationen hinter mir, aber die geschlechtsangleichende Operation jedoch nicht. Und was für eine Operation hast du hinter dir? Also ich habe zwei Brustaufbaue, also... Ja? Ja. Aber also du hast, damit ich mich, wie sagt man, dich mir richtig vorstellen kann, du hast halt zwei Brüste, ja. Aber du hast noch ein männliches Geschlechtsteil. Genau. Mhm. Mhm. Jetzt geht dein Akku da gleich zu Ende, ne? Ja, ich habe auch die Handynummer, bei euch hinterlassen, weil es vorhin schon gepiepst hat. Ja. Wir machen mal ein bisschen weiter, wenn es zu nervig ist, brechen wir einfach ab und wir wählen dich irgendwie gleich nochmal neu an. Ne? Ach, das ist lieb. So, erzähl mal weiter. Ja, und jetzt ist es eben bei mir so, dass ich durch die jahrelange Erfahrung als Transsexuelle mich einfach immer minderwertiger fühle in der Gesellschaft. Fühle mich einfach so wie die dritte Generation. Mhm. Einfach nicht so voll genommen oder... Wie meinst du, wie die dritte Generation? Ja, ich fühle mich einfach nicht als wertvoller Mensch akzeptiert. Mhm. Wissen die Leute denn überhaupt, dass du eine transsexuelle Person bist? Also ich habe das Glück, ich war auch als Kind, dass im heranwachsenden Alter zum Beispiel, war ich ein sehr femininer, androgyner Junge eigentlich. Mhm. Und jetzt ist es auch durch die Hormonbehandlungen so, dass ich, wenn ich auf der Straße bin oder bei der Arbeit so, dass ich nicht auffalle. Also das merkt man nicht gleich jemand an, dass ich jetzt eine Transsexuelle bin. Mhm. Es gibt manche Menschen, die haben ein bisschen so ein Feingefühl und die merken, da stimmt irgendwas nicht, aber so, also direkt auffallen tue ich sicherlich nicht. Wie kannst du denn, wie merkst du denn dann, du sagst, ich werde nicht akzeptiert oder ich werde nicht so aufgenommen in der Gesellschaft. Wie merkst du das? Ich denke, dass viel in meinem Kopf sich abspielt, weil ich es halt selber weiß. Mhm. Da ich mir dann vielleicht, manchmal bilde ich mir vielleicht auch ein, dass ich dann von anderen intensiver beobachtet werde. Ja. Also es kann durchaus sein, dass da viel in dir passiert, was gar nicht real ist. Ne? Ganz sicherlich, ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin Krankenschwester. Du bist Krankenschwester? Ja. Das ist ja auch eigentlich ein bisschen schrill, ne? Finde ich. Ja? Ja, ja, finde ich ungewöhnlich. Wie kriegen denn die Leute das in deinem Arbeitsumfeld mit, dass du ein transsexueller Mensch bist? Also seit zwei Jahren arbeite ich nicht mehr, da ich durch psychische Belastung einfach... Ach so. War, ja. Ach so, aber zuvor, wo ich gearbeitet habe, also die letzte Arbeitsstelle, da habe ich mich nicht geoutet. Ja. Und das ist denen auch gar nicht aufgefallen? Ist auch nicht aufgefallen. Du musst ja wirklich sehr feminin aussehen, ne? Ja, schon. Die Stimme klingt ja auch völlig, also völlig weiblich.
Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass eventuell noch ein männlicher Körper hintersteckt. Echt? Warum gibt es diese Geschlechtsumwandlung noch nicht? Warum hast du das noch nicht machen lassen? Weil ich furchtbare Angst habe, dass die Orgasmusfähigkeit dann hinterher nicht mehr vorhanden ist. Hast du denn jetzt mit deinem jetzigen Körper, oben Frau und ein Mann, sage ich mal ganz salopp, hast du da noch, erlebst du noch einen Orgasmus? Ja. Das schon? Ja. Mhm. Das heißt also, dein männliches Geschlechtsteil ist noch nicht so verkümmert, wie man das ja manchmal erzählt bekommt von Transsexuellen. Das ist alles noch funktionsfähig. Alles noch funktionsfähig. Und das ist irgendwie auch ein Phänomen, was auch schon die Frauenärztin so zu mir gesagt hat, durch die hochdosierte Hormonbehandlung, dass das alles noch so funktioniert. Also ich habe einen vollen, also einen schönen Orgasmus. Und sieht dein Geschlechtsteil auch noch so aus wie früher? Oder ist es irgendwie ein bisschen kleiner geworden, verschrumpelter, ein bisschen verkümmerter? Ja, schon. Die Hoden sind zurückgegangen und es ist geschrumpft. Also ich kann im Sommer zum Beispiel auch einen Badenzug anziehen und kann schwimmen gehen. Ach, das fällt gar nicht auf. Das fällt dann gar nicht auf. Hast du noch einen? Hat man so Tricks, wo man dann einfach. Ja. Hast du noch einen Samenerguss? Hast du das noch? Das weniger. Mhm. Mhm. Mit wem? Hast du noch mit Menschen Sex oder machst du es dir nur mit dir alleine schön? Nee, ich hab schon. Du hast noch? Ja, ja. Was sind das für Männer oder Frauen, mit denen du zusammen bist? Also überwiegend heterosexuelle Männer. Heterosexuelle Männer? Ja, ja. Das finde ich ja auch immer sehr sonderbar. Das sind eigentlich ja keine richtigen heterosexuellen Männer. Das sind Männer, die so auf diese Zwischenwelt stehen, ne? Denn du bist ja auch schon was Faszinierendes. Du bist beides. Du bist Mann und Frau. Ja, und das ist ein Punkt, wo eigentlich viele Männer auch draufstehen. Ja, das glaube ich. Aber wo sich bei Tageslicht und in der Gesellschaft diesbezüglich nicht outen würden, aber sich im dunklen Kämmerlein treffen wollen. Wahrscheinlich würden die vor ihrem Kumpel sich schämen, das zu erzählen. Genau. Aber heimlich gehen sie mit dir in die Kiste und haben ihren Spaß. Wo lernst du diese Heterosexuellen in Anführungszeichen, das ist für mich nicht voll heterosexuell, wo lernst du diese Männer kennen? Die in ganz normalen heterosexuellen Bars. Ja, aber dann ist denen doch noch gar nicht klar, was mit dir los ist. Nee, aber also ich habe da so viel Feingefühl, so auch im Laufe der Jahre, dass ich es irgendwie abschätzen kann. Ja. Kann ich es jemandem mitteilen, wie ich veranlagt bin, oder lasse ich es lieber bleiben? Und bisher bin ich eigentlich immer so gut gefahren, wenn ich mich dann geoutet habe. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da manchmal ein Mann heftig reagiert und du vielleicht auch irgendwann mal eine Faust im Gesicht hast. Habe ich noch gar nie erlebt. Noch kein Mal. Überhaupt noch gar nie. Mhm. Nee, toi, toi, toi. Also, ja, aber wir hoffen, dass es so bleibt. Also wenn du gut abgecheckt hast, dann sind das Männer, die das interessant finden und die das auch mal erleben wollen. Genau. Ich muss jetzt mal so intim fragen, weil es mich wirklich interessiert. Ich habe noch nie mit einem heterosexuellen Mann gesprochen, der solche Erfahrungen hatte. Beschäftigen die sich dann mehr mit deinen Brüsten oder beschäftigen die sich auch mit deinem Penis? Diese Männer, die mit dir dann ins Bett gehen. Es ist ganz lustig, dass sie beschäftigen sich auch mit meinem Penis. Mhm. Also die Erfahrung habe ich erst so die letzten 2-3 Jahre gemacht, dass sie tatsächlich auch auf meinen Penis abgefahren sind. Ja. Also es gab unter anderem auch Situationen, wo Männer bei mir auch Sex gemacht haben. Und ich habe dann auch schon mit Männern gesprochen darüber und habe so gefragt, ich denke, dass doch in jedem Mann vielleicht irgendwie eine bisexuelle Ader ist. Und dann sagen die meisten sagen, also mit einem Mann könnten sie keinen Sex haben, klar. Ja, das ist, aber mit einer Frau, die einen Schwanz hat, das reizt die das. Ja, die Welt ist schon verrückt. Die Welt ist schon verrückt. Hast du denn auch schon mal länger eine Beziehung gehabt mit so einem Mann? Oder waren das immer so Sexgeschichten? Ich habe eine 13-jährige Beziehung. Eine 13-jährige Beziehung? Ja, ja. Toll. Hast du im Moment, oder läuft die noch im Moment? Ja, ja. Die läuft noch? Ja, ja. Ach so. Etwas. Und bist du der Beziehung treu oder laufen da noch andere Sachen? Nee, wir führen keine monogame Beziehung. Ach so, also daher die Erfahrung, auch von denen du gerade erzählt hast. Genau, genau. Ja, ja. Steht denn dieser Mann zu dir oder... schämt er sich letztendlich auch für dich? Nee, absolut nicht. Er steht in der Gesellschaft voll zu mir. Ja. Wo er nicht zu mir steht, das ist in seiner Familie. Ja. Conny, hallo? Jetzt ist der Akku abgekackt.
Aber ich glaube, wir haben ja auch das Wichtigste besprochen. Die Conny war da. Ich freue mich, dass ich mit dir gesprochen habe. Wenn sie mich jetzt über das Radio oder Fernsehen hören sollte, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Conny. Vielleicht passiert ja wirklich viel mehr in deinem Kopf als denn real, wenn du so erfolgreich bist mit den Männern. Kannst du dich ja eigentlich gar nicht so beklagen. Nun gut. Andreas, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Andreas, ich grüße dich. Dein Thema, um was geht's? Ja, mein Thema ist die ZDF-Sendung vom Freitag. Da ging es um unsere 100 Besten. Mensch, die habe ich nicht gesehen. Ja, aber da hast du was verpasst. Wer ist denn unser Bester? Ja, das wurde ja noch nicht bekannt gegeben. Das kommt ja erst am 28. November, weil die Top 10 sind nur in alphabetischer Reihenfolge zunächst erst einmal veröffentlicht worden und deren Stimmen annulliert wurden. Und jetzt kann man in den nächsten 3 Wochen, wo es nochmal Spezialsendungen mit ausführlichen Porträts dieser 10 wichtigen Leute nochmal dann von vorne abstimmen, wer denn nun auf 1, 2, 3 bis 10 kommen soll. Ja. Und nur die Plätze 11 bis 100 wurden in dieser Show, die doch auch wirklich sehr interessant war zu sehen, aber teilweise wirklich, also man muss sich doch die Haare raufen, was da manche auf manche Plätze sind. Du hast es vielleicht der Tagespresse entnommen, dass in dieser Live-Sendung in Berlin gebuht wurde, als Kübelböck auf 16 genannt wurde. Das ist ja ein Skandal. Ja. 16? Ein Mann, wirklich die Deutsche. Unglaublich. Ja, ist unglaublich. Ja, ne? 16, ja. Ja. Ich habe das jetzt immer noch nicht kapiert. Also es gibt irgendwie schon eine Vorauswahl oder wie? Wer ist denn da jetzt auf Platz, von diesen 16, wer ist denn da auf Platz 1? Du meinst von 11 bis 16, ja? Ja, genau. Also vor Kübelböck ist nur noch auf 15 Konrad Zuse, das freut mich, der Erfinder des Computers. Ja. Den haben wir ja viele zu Hause. Des Rechners. Ja, genau. So muss man sagen, nicht Computer. Ja, der hieß damals noch Deutschrechner, das stimmt. So, das war, genau. Das war rein mechanisch. Ja, ja. Ja, auf 14 Robert Bosch, ja. Auf 13 Helmut Kohl, ja. Auf 12 unser, wie es in Erinnerung hieß, Popstar, der Klassik aller Zeiten, der auch unsere Nationalhymne gemacht hat, Ludwig van Beethoven. Ja, der hat aber nicht unsere Nationalhymne gemacht. Das oder die Freude, die 9. Symphonie. Die 9. Symphonie, ja, Götter von mir. Genau, Entschuldigung. Ja, voll schöne Götter von mir. Ja, und auf 11 Adolf Kolping. Domian, kennst du Adolf Kolping? Aber natürlich kenne ich Adolf Kolping. Oh, das ist eine Wissenslücke. Der Ziehvater der Gesellen und der Handwerker. Ah ja. Wir haben hier in Köln ein tolles Denkmal stehen. Daher weiß ich das auch, muss ich zugestehen. Ja. Ja. Es gibt auch ein Kolpinghaus in Köln. Ich weiß gar nicht, ob es die in anderen Städten auch gibt. Gut, ich bin Berliner und ich habe offensichtlich eine Bildungslücke. Ja, ach Gott, man muss ja nicht alles wissen. Ja. Wer ist denn deiner? Wer wäre denn für dich der absolute Superdeutsche? Ja, das ist schwierig zu sagen, weil es gibt doch wirklich so viele tolle Leute auch. Ja. Und es gab ja eine Vorschlagsliste des zweiten Fernsehprogramms von 300 Namen, aber die war sozusagen offen gewesen und man durfte auch weitere Vorschläge machen, die da nicht draufstehen. Ja. Und die höchste Person, die es überhaupt geschafft hat und die nicht auf der Vorschlagsliste war, ist auf 22 Regine Hildebrand. Mhm. Also ganz zu Recht natürlich auch. Ja, ja, natürlich, eine tolle Frau. Ja, ganz großartig. Ja, sogar, ja. Ja, tolle Frau. Und viel zu früh gestorben. Ja, bedauerlicherweise. Mhm, ja. Aber sie hat dafür auch ihren Namen sozusagen gegeben, nicht freiwillig, aber nach ihr ist ja ein Preis benannt, der jetzt jedes Jahr verliehen wird für herausragende. Gut, also die Auswahl ist natürlich schwer, worüber wir glücklich sein wollen, dass wir so viele tolle Leute haben in unserem Volk, auf die man stolz sein kann. Ja. Aber dennoch würdest du den einen sagen, das ist mein Favorit? Na, ich kann ja mal sagen, wer die ersten 10 sind, wenn du das jetzt... Nee, ich will wissen, wen du wählen würdest. Wenn du bestimmen könntest, ich will den Top-Deutschen nennen. Wen würdest du bestimmen? Das kann man so nicht einfach erklären, weil unter diesen Top 10 gibt es natürlich Leute, die geistesgut sind, wie Johann Wolfgang von Goethe. Mhm. Da gibt es Politiker wie zum Beispiel Willy Brandt, den ich ebenso auf 1 sehen würde, wie eben auch zum Beispiel Albert Einstein für die Wissenschaft. Ja, also das sind drei Leute, die ich auf den ersten 3 noch auf jeden Fall sehen würde und auch sehen möchte dann am 28. November. Das sind für diese drei großen Bereiche Wissenschaft, Kunst, Kultur und Politik die drei wirklich, die nachhaltig Deutschland verändert haben und Maßstäbe gesetzt haben. Also es ist nicht so, dass irgendwann wirklich ein Name rauskommt, sondern es gibt so verschiedene Sparten. Nein, nein, es geht nicht nach Sparten, es geht nachher in eine Liste, so wie die anderen 90 veröffentlichten auch schon, die dann bunt gemischt von Sportlern und allem Möglichen durch sind. Ja? Also, nochmal gesagt, du könntest von deiner, du ganz privat, Andreas, könntest nicht einen Top-Namen nennen, weil die Auswahl zu schwer wäre. Ich bin Diplom-Ingenieur und würde mich natürlich für Albert Einstein interessieren, auf Platz 1. Ja, ja. Aber
ich meine, auch Goethe wäre ein guter Vertreter für den absoluten Platz 1 und auch der genannte Willy Brandt. Ja. Ja, aber es ist zum Beispiel auch Konrad Adenauer unter den ersten 10 noch dabei. Mhm. Und mit dem könnte ich mich natürlich auch noch anfreunden. Der hat auch einiges für Deutschland getan. Genauso wie Gutenberg zum Beispiel. Jetzt ist Herr Kübelbock auf Platz 16. Ja, und sogar doppelt so gut wie sein Ziehvater Dieter Bohl, der 30 ist. Ja. Nun stell dir mal bitte vor, wir wollen es nicht beschwören. Ja. Das nicht beschwören. Aber man muss ja auch immer über alles Böse schon mal nachdenken, im Vorherein. Ja. Was machen wir denn, wenn der jetzt auf Platz 1 kommt? Wer? Kübelberg. Da kann er ja nicht mehr, da steht ja nun fest auf 16. Achso, das ist jetzt schon fest. Die Liste ist ja... Achso, ich dachte, er könnte auch nochmal aufsteigen jetzt. Die ersten 10. Achso, verstehe. Ja, da kann man nichts mehr machen. Gut, da bin ich ja beruhigt. Ja, Gott sei Dank. Ja. Aber unter diesen ersten 300 wurden ja auch viele andere genannt, die jetzt unter den Top 100 gar nicht sind. Mhm. Also zum Beispiel unser Bundespräsident Johannes Rau ist auf 127, über 100 Plätze schlechter als der Kübelböck. Mhm. Das ist ja so unglaublich, ein Skandal. Ja. So, ja. Oder Heinrich Heine auf 96 ja. und solche Sachen. Also ich habe hier vor mir die Liste mir aus dem Internet ausgedruckt. Da ja. kann man sich die ersten 100, also von der 11 angesehen, dann sich ausdrucken und laden, wenn man sozusagen möchte, ja. Und viele andere Sachen. Gut. Also ich finde das... Was hast du gesagt, wann ist die Sendung, die nächste, die endgültige Ausscheidungssendung dann? Ist dann am 28. November. So. Und bis dahin gibt es, also in knapp 3 Wochen, jeden Dienstag und Donnerstag im zweiten Programm dann eine Vorstellungssendung zu einem dieser 10. Machen wir noch ein bisschen Werbung für die Kollegen vom ZDF. Ist ja öffentlich-rechtlich, das wissen wir ja nicht. Völlig okay. Ist. Und ich werde am 28. dann auch gucken. Und dann kann man auch, dann können wir vielleicht nochmal telefonieren miteinander. Auf jeden Fall. So machen wir es. Ich wollte noch eins sagen. Was mir bei der Liste gefehlt hat, ja, es gibt ja einige, die auf der Liste sind, zum Beispiel Udo Lindenberg. Mhm. Er ist ja als Preisträger bzw. als Träger des großen Bundesverdienstkreuzes am Bande. Mhm. Und das hat er nicht für seine Musik bekommen, sondern für seine Aktivitäten gegen diesen Neonazis und so weiter, ja. auch gegen rechte Gewalt mit anderen Künstlern zusammen. Zum Beispiel auch mit Herbert Grönemeyer und Nena, die durch ihr grandioses Comeback unter den Top 100 auch gut platziert sind. Aber Lindenberg eben leider nicht. Ärgert mich natürlich zum Beispiel. Gut. Welche auch ganz gerne persönlich mag. Aber man wird immer wieder welche finden, die man persönlich dann toll findet und der andere sagt, na dieses und jenes. Ja. Gut. Und dann habe ich geschimpft mit dem zweiten Programm, letzter Satz, warum die zum Beispiel in ihrer Vorschlagsliste der 300 Leute nicht so wichtige Leute drin haben, die einen Nobelpreis haben. Also zum Beispiel den Physik-Nobelpreisträger von Klitzing hat was ganz Tolles erfunden, wofür er ja auch den Nobelpreis bekommen hat, war in der Vorschlagsliste nicht mal. So, Andreas, der lebte, der jetzt können wir noch ganz viele Namen auflösen. Den hätte ich gerne gesehen in der Liste. Das ist wunderbar. Ja, also vielleicht am 28. 28. Da, und da können wir nochmal telefonieren mit. Genau, da würde ich mich drauf freuen. So okay, gern. Tschüss. Also bis dahin, tschüss. Tschüss. Lotti, 49 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Lotti. Ja, hallo Domian. Ich grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Ich habe eigentlich folgendes Problem. Ich habe seit gut 2 Jahren eine Beziehung. Mhm. Und wir haben das Problem, dass er mich nicht küsst. Oder ich habe das Problem. Ach, er küsst dich nicht. Ja, ihr habt eine richtige Beziehung? Ja. Ihr habt auch Sex miteinander? Ja, ja, klar. Mit allem drum und dran? Mit allem drum und dran. Aber er küsst dich nicht? Schon mal, ja, so alle 2-3 Monate passiert es immer. So, ich rede jetzt vom richtigen Küssen, so Zunge und so. So meine ich es auch, ja, genau. Ja, ja, alles bisschen... andere passiert schon. Es ist auch sonst alles recht normal. Also in diesen 2 Jahren, wie viel Mal haben sich die Zungen berührt? Oh Gott. Ja, wenn ich dann auf ein Jahr mit 12 komme, dann habe ich, glaube ich, schon viel erreicht. Aber ich glaube, so hoch komme ich gar nicht. Mhm. Ich habe ihn auch gefragt, er weiß das, er weiß auch, dass ich drunter leide. Ja, was sagt er denn darauf, Mensch? Er sagt, er tut das gerne. Nun muss man zur Vorgeschichte sagen, dass ich eigentlich seine erste Partnerin bin. Wie alt ist er denn? 38. Ja. Moment, er tut das gerne, aber er tut's ja nicht. Ja, eben. Und das warum ist ja das, warum ich nicht dahinter steige. Und warum tut das nicht? Ich habe ihn gefragt, er sagt zu mir, er würde es gerne machen und er würde sich auch bemühen, das zu ändern, bessern und. Aber es folgt einfach nichts. Also das heißt, mal versucht er das jetzt zu überwinden, so kommt es mir vor. Aber zum Beispiel, wenn ihr normale Sexualität miteinander habt, dann wären ja immer die besten Chancen, das zu tun. Ja, genau. Dann liegt er aber da mit zu im Mund und macht alles andere, aber macht das nicht. Doch, also küssen schon, wie gesagt, nur nicht eben das intensive Küssen. Ja, ja. Und dann, ja, ich habe das Gefühl, er drückt meinen Kopf oder mein Gesicht weg, dass er dem also ausweichen kann irgendwie. Da steige ich auch nicht hinter. Nee, das, ich finde das auch ein bisschen verletzend. Ja, genau. Ne? So empfinde ich das Weil, auch. Weil, Küssen, ich glaube, das empfinden ganz viele Menschen so. Mir geht es zumindest so. Ich finde Küssen etwas so hochintimes. Ich finde Küssen noch intimer als Geschlechtsverkehr. Richtig. Und wenn der Mensch, mit dem ich zusammen bin, den ich liebe,
und der mich angeblich auch liebt, wenn der mich nicht küssen will, dann wäre ich da sehr irritiert und fast irgendwann auch sauer. Genau so geht es mir ja eigentlich auch. Ja, das verstehe ich. Ich habe auch schon geweint deswegen, das weiß er auch. Und ich muss sagen, wir haben ja nur diesen großen Altersunterschied. Mhm. Ich war verheiratet auch mit einem älteren Mann und den konnte ich ebenfalls nicht küssen. Jetzt muss ich auch schon im Altersunterschied, ich weiß ich nicht, aber... Ach, den konntest du auch nicht küssen? Den konnte ich nicht küssen. Ich konnte überhaupt keinen Mann küssen. Das ist der erste Mann, den ich küssen kann. Denn wenn ich mal dazu komme, ihn zu küssen, dann ja, könnte ich gar nicht wieder aufhören. Warum konntest du denn deinen ehemaligen Partner nicht küssen? Nur weil der Altersunterschied da war? Ja, also ich habe bis 3 feste Beziehungen gehabt. Die erste war eben diese Ehe mit dem älteren Mann. Mhm. Ich nehme an, das lag am Altersunterschied. Die zweite, ehrlich gesagt, der sabberte mir einfach zu viel. Da habe ich mich geekelt. Mhm. Und beim dritten, der hat sich nie die Zähne geputzt. Und da habe ich mich wiederum vorgeekelt. Da habe ich gesagt, also das will ich nicht. Der hat sich natürlich auch beschwert, dass ich das nicht gemacht habe. Jetzt muss ich dich was fragen. Das musst du mir nicht übel nehmen. Wir reden jetzt ganz offen miteinander. Ja. Hast du eine gute Mundhygiene? Ja, absolut. Gut. Also ich muss mir keine Sorgen machen, dass du Mundgeruch hast und dass er deshalb... Weder noch faule Zähne oder sonst irgend sowas. Alles okay. Top gepflegt. Ja. Ja, gut. Weil das muss man ja auch bedenken. Ja, ne? Na klar. Wenn man einen Partner, den könnte ich auch nicht küssen, wenn ich einen Partner hätte, der wirklich aus dem Mund stinkt. Und so. Eines der ersten, wo ich darauf achte, dass das gepflegt ist, und das ist bei ihm auch der Fall. Ja. Und er kann das wirklich gut, wenn er es dann mal macht. Du hast auch den Eindruck, dass er dich schon sehr gerne hat. Doch, da bin ich von überzeugt. Dass ihr eigentlich ein tolles Liebespaar seid. Ja, verdammt nochmal, da muss es doch möglich sein. Ja, das habe ich auch mit ihm gesprochen, aber ich weiß auch nicht, mit welchen Argumenten ich noch kommen soll, zu sagen, hör mal zu. Nee, du es musst waren auch schon so Sachen, wo ich gesagt habe, das kann uns auch mal alles kaputt machen. Ja, nee, du musst mit keinen Argumenten kommen. Er muss mit Argumenten kommen. Argumenten war jetzt auch nicht das richtige Wort, sondern mit den Fragen. Gut, aber ja, die Fragen hast du ja schon alle gestellt. Er muss eine plausible Antwort bringen. Er kann ja nicht sagen, ja, ich mache es, aber ich mache es dann doch nicht. Ja, ich ändere das und ich werde mir Mühe geben. Interessant ist ja, interessant ist ja auch, du sagst, wenn er es macht, macht das gut. Mhm. Auch interessant. Es hätte ja auch sein können, dass du sagst, wenn er es macht, dann das ist so ein... Es ist schon etwas zögernd, das muss man sagen. Ja gut, aber er hat ja noch nicht viel Erfahrung. Er hat keine Erfahrung, im Grunde überhaupt keine. Er hat zweimal vorher so ein Nascherlebnis gehabt, aber hatte nie eine Beziehung halt. Ich bin die Erste, ne? Wenn du jetzt schärfer an ihn rangehst? Auch das habe ich auch schon versucht. Ja. Aber ich merke, er versucht also durch mit irgendwas, ja, entweder ist es durch Albernheiten, mit Lachen, ja, oder eben dem Ausweichen. Ich hätte dann auf Dauer, hätte ich den Eindruck, dass der sich vor mir ekelt. Genau. Genau das habe ich auch, weil ich habe ihn ja auch mal gefragt, eben weil ich älter bin und ich das ja eben aus meiner Ehe her weiß, habe ich ihn gefragt, ob es das ist. Ich meine, wenn ich die reine Wahrheit weiß, wenn er sagt, gut, ich kann nicht küssen, ich ekel mich davor, dann müsste ich entweder damit umgehen oder die Beziehung beenden. Das wäre mir dann eine klare Antwort. Wobei, ich muss ja ehrlich sagen, das leuchtet mir als Argument auch nicht ein, ein Altersunterschied. Ich finde, wenn man wirklich liebt, ist das auch mit dem Altersunterschied völlig egal und man kann sich küssen. Aber wenn Sie, weißt du, die... Außerdem ist das ja gar nicht so ein großer Unterschied bei euch. Das sind 10 Jahre, 11 Jahre. Boah, finde ich schon, das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja, gut, aber... Aber in der ersten Ehe bei den 23 Jahren war es doch so, ältere Leute haben manchmal doch so ein bisschen anderen Mundgeruch und so, und da habe ich mich auch sehr viel vorgeekelt. Aber ich meine, so weit bin ich ja noch nicht, dass ich also so alt bin jetzt wie mein Ex-Mann. Ja. Also, ich achte ja, wie gesagt, auch sehr drauf, also in jeder Form gut zu riechen. Also, ich finde, dass du das weiter hochkochen sollst. Weil ich das eine permanente, also ich will es nicht übertreiben, aber schon eine Demütigung. Es ist eine Demütigung. Gewisserweise ja. Ja, irgendwo schon. Man kommt sich in deiner Rolle irgendwie so ein bisschen klein vor. Ja, es ist so auch deprimierend halt. Ja, es sind Momente, also manchmal bin ich stark, dann weiß ich, es ist eben so, er mag es wohl nicht. Und dann wiederum, also dann kühlt auch auf einmal alles ab, dann kann ich auch nicht mehr. Dann drehe ich mich um und dann muss ich auch heulen. Nagel ihn weiter darauf fest, dass er dir das erklären soll. Verdammt nochmal, es muss möglich sein, dass er das erklärt. Er muss es erklären können, es hat einen Grund. Wenn er so in sich gefangen ist, das gibt es ja auch, dass er es wirklich nicht weiß. Dann geht mal für ein, zweimal zu einer Beratung, zu einer psychologischen Beratung. Dann muss er dem aber auch zustimmen, wenn er willens ist, das zu verändern. Könnte ich mir vorstellen, dass er das machen will. Ja, dann macht das doch. Das ist doch gut. Also so jedenfalls ist es für mich, ja, weiß ich nicht. Das ist doch, dann ist es doch okay. Damit sendet er dir ja auch ein Signal, ich will es verändern. Komm, lass uns gemeinsam dahin gehen. Also das will er auch, das weiß ich, dass gut. er das will. Aber wahrscheinlich, wenn er vor der Realität steht, dann... Ja, aber da musst du ihm noch klar machen, wie schlimm das für dich ist. Und ja, das natürlich, das weiß er ja. Ne, und dass vielleicht wirklich unter Umständen die Beziehung dran hängen könnte. Und da wird er aber dann wahrscheinlich zur Besinnung kommen. Das habe ich ihm auch schon gesagt. Also das kann eines Tages mal dazu führen, weil eben diese Sehnsucht ja danach da ist. Das ist ja ganz klar, das ist ja auch ein
großer Bestandteil einer Beziehung. Ja. Egal ob nun Sex oder einfach nur so. Ja, das würde ich dir gerne ich bin da selber ein bisschen sprachlos immer drüber. Das würde ich dir gerne noch behilflich sein, wenn du noch eine Beratungsstelle haben möchtest, eine Kontakttelefonnummer in deiner Umgebung, würden wir dir das gerne, würden wir dir gerne weiterhelfen. Ja, das würde ich gerne haben. Gut, dann legst du auf von meinem Psychologe, der Peter ruft dich an und kann dir da helfen. Okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Leute. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050 Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Über die großen Deutschen, übers Küssen, über was auch immer. Dann ruft an. Daniela, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Hallo, Daniela. Ja, hallo. Ja. Was ist dein Thema? Ja, und zwar ging das Freitag auch um Missbrauch. Ja. Und ja, also ich bin von 1995 bis 1998 von meinem eigenen Freund ständig vergewaltigt worden, missbraucht worden, zusammengeschlagen worden, gedemütigt und beleidigt worden. Also da warst du wie alt? 14. Von deinem damaligen Freund? Mhm. Wie alt war der? 10 Jahre älter. 10 Jahre älter? Ja. Und das Ganze ging dann 3 Jahre lang? Genau. Du hast 3 Jahre lang das erleiden müssen? Genau. Du hast es gerade so aufgezählt. Ich will geschlagen, vergewaltigt. Ja. Genau. Hast du zu der Zeit noch bei deinen Eltern gelebt? Und also das erste halbe Jahr habe ich noch bei meiner Mutter gelebt. Mhm. Und also ich weiß nicht, er hatte auf gut Deutsch eine Gehirnwäsche mit mir betrieben. Mhm. Er hat mich ständig eingeredet, dass ich meine Mutter nicht mehr so gut verstehe. Mhm. Es funktionierte. Ich habe mich mit meiner Mutter nicht mehr gut verstanden. Wir sind im Jugendamt. Ich habe meine eigene Wohnung bekommen. Davor, ein paar Monate lang, war ich bei ihm. Also er hatte mich völlig unter Kontrolle. Mhm. Dann fing das dann so langsam an mit Ohrfeigen wegen Eifersucht. Ich würde andere Männer angucken. Mhm. Dann fing es an, dass er mir Messer an der Kehle hielt, im Rücken hielt, von wegen, du machst das jetzt, du machst dies jetzt. Ja. So hast auf mich zu hören. Und klar, ich war 15 dann, war eingeschüchtert, hatte Angst vor ihm. So, und dann zog er in eine WG. Seine 2 Mitbewohner, die haben alles mitbekommen, haben es angeschaut, die haben nichts gesagt. Mhm. Ich hing im Badezimmer zwischen Kakerlaken und also es war die Hölle. Du hingst im Badezimmer zwischen Kakerlaken? Ja. Was heißt das? Also er hatte tatsächlich solche Viecher da rumlaufen und er sperrte mich ab und an dort ein und also er hatte mich regelrecht fertig gemacht. Mhm. Wie oft ist es zu diesen sexuellen Übergriffen gekommen? Fast täglich. Fast täglich? Ja. Hast du da nicht Hilfeschreie losgelassen an deine Mutter, an das Jugendamt, an wen auch immer? Ich habe mehrmals geschrien und selbst ich bei seinen Nachbarn, aber es hieß immer, ich bin doch bekloppt, ich bin verrückt, das würde derjenige ja nie tun. Hast du denn dem Jugendamt damals Bescheid gegeben? Nein. Das nicht. Warum nicht? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Und deine Mutter? Meiner Mutter habe ich mich nicht getraut zu reden. Ich hatte eine beste Freundin, die hat das mal mitbekommen, gehabt, wie er mich geschlagen hat, da ist sie auch zwischen. Sie hatte mit mir Sachen gepackt und dann wollte ich eigentlich abhauen, bin dann zurück bei mir in die Wohnung. Und ich bin halt durch den Balkon, also weil Fenster auf Kipp war, ist er dann immer so eingestiegen. Mhm. Du warst doch sehr viel älter als du, 10 Jahre sagst du. Ja. Du warst 14, als ihr euch kennengelernt habt, er 24. Wo hast du ihn kennengelernt eigentlich? Das ist auch eine, da muss ich auch ausholen. Und zwar meine Freundin, die hatte damals... Das muss gar nicht so ausführlich sein. Also über eine Freundin, oder? Ja, über eine Freundin halt, das war sein bester Freund. Ja. Nun hast du gerade gesagt, er war in einer WG und in der WG ist das auch passiert. Ja. Die anderen waren so ungefähr in seinem Alter, so Anfang, Mitte 20. Ja. Und die haben ihn geschützt, die haben da einfach drüber hinweggesehen. Mhm. Mhm. Das ging 3 Jahre lang, dieses Martyrium. Ja. 3 Jahre Angst, 3 Jahre sexuelle Übergriffe, 3 Jahre Schläge. Ja, ziemlich heftig, ja. Wie heftig? Ja, also er hat immer darauf geachtet, dass es nicht ins Gesicht kommt. Mhm. Wenn dann halt nur Ohrfeigen im Gesicht. Mhm. Halt immer halt während den sexuellen Übergriffen halt entweder an die Brust geschlagen oder am Hals gepackt, mich gewürgt und halt geschubst oder in der Haare gezogen und den Kopf an der Wand gehauen. Also sehr schlimm. Richtig, richtig schlimm.
Ja. Wie kam es dann, dass nach den 3 Jahren du aus seinen Händen herausgekommen bist? Wie kam es, dass es aufhörte? Er hatte mit mir noch gleichzeitig 5 andere Mädchen. Mhm. Und da habe ich auch erst später rausbekommen. Mit einer ist er dann halt fest zusammengekommen. Mhm. Das habe ich dann von einer Freundin erfahren. Mit der ist er jetzt auch verheiratet. Ach so, und dann hat er von euch anderen so auch von dir losgelassen? Abgelassen? Erst nicht, dass ich mich dann mit meiner Freundin zusammen gewehrt habe. Die Freundin war da auch ein oder hat die dir einfach nur beigestanden? Die hat mir beigestanden. Hast du ihn angezeigt? Nein. Warum nicht? Habe ich mich nicht getraut, weil das eine Mal war das auch, da bin ich abgehauen von ihm, bin 2 Zivilbeamten in die Arme gelaufen. Mhm. Dann haben sie halt gefragt, was los ist. Ich wollte Anzeige erstatten, da stand er schon wieder hinter mir und hat mir halt ein Messer im Rücken gehalten. Und da habe ich abgewichen. Ja, was man ja auch verstehen kann in der damaligen Situation. Nur heute bist du 22 Jahre, es sind einige Jahre vergangen. Du weißt offensichtlich noch, wo der lebt. Und den laufe ich ab und an noch über den Weg. Sogar das noch. Gab es denn heute Überlegungen oder in der letzten Zeit Überlegungen, das zu tun? Also nach ihm hatte ich dann halt ab und an noch mal einen Freund und mit einem habe ich jetzt auch ein Kind. Mhm. Bin ich aber nicht mehr zusammen. Januar 2002 wurde mein Kleiner geboren. Ja. Und kurz vor der Geburt, also einen Monat vor der Geburt, kam das alles auf. Durch Vorwehen, diese Schmerzen, diese Wehen, die haben mich verrückt gemacht. Das hat mir wehgetan, so wie damals. Mhm. Und da habe ich mit den Hebammen drüber gesprochen und meine Mutter hat immer gefragt, was los ist, warum will die keine normale Geburt? Mhm. Dann habe ich mit meiner Mutter, habe ich dann einen Brief geschrieben, habe es ihr dann so halt gezeigt. Ja. Und sie kam da erstmal voll nicht drauf klar. Ich meine, ist das verständlich, aber dann hat sie mir halt Schuldgefühle gemacht, warum habe ich ihn hier angezeigt? Das kann er ja mit jeder anderen noch tun. Und also anstatt mich zu verstehen, hat sie halt immer weiter gedruckst. Ja. Also, das heißt also, du hast ihn auch heute noch nicht angezeigt? Nein. Würdest du es denn machen unter Umständen? Also seit Monaten plagt mich das tierisch wieder. Ich habe Albträume ohne Ende. Mhm. Und ich meine, das ist ja nun eine sehr schlimme Zeitphase, 3 Jahre, die lange angehalten hat. Mhm. Warst du mal bei einem Psychologen, der dir hilft? Ich hatte 4 Anläufe und entweder war ihm das zu krass, derjenige kam da nicht drauf klar. Der Psychologe? Genau. Dann wurde ich von dem einen Psychologen zum Arm geschickt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, du möchtest nicht immer weitergeschickt werden. Du möchtest auch mal, dass geholfen wird. Ich verstehe. Lass mich mal eben kurz unterbrechen. Der Psychologe hat gesagt, das ist ihm zu krass. Ja. Was ist denn das für ein Psychologe? Ja, habe ich mich auch gefragt. Der wollte mich dann also nach dem ersten Gespräch gleich nach Bayern in eine Kur schicken. Mhm. Und das fand ich irgendwie nicht verständlich, weil ich bin der Meinung, der Psychologe muss mich auch erstmal kennenlernen, damit er irgendwie ein Urteil bilden kann. Natürlich. Daniela, ich glaube, das ist so meine Erfahrung aus den Gesprächen, die ich hier in der Sendung in den Jahren geführt habe, dass an erster Stelle nicht die Frage steht, soll ich den anzeigen, sondern an erster Stelle steht die Problematik, wie helfe ich mir am besten. Mhm. Das heißt, dass die Frauen, das sind ja oftmals oder meistens Frauen, es gibt auch Männer, die so betroffen sind, Jungs, dass die Mädels sich erstmal in gute Hände begeben, in gute therapeutische Hände. Zu einem guten Psychologen kommen und dass aus dieser psychologischen Betreuung heraus dann irgendwann die Entscheidung fällt, so jetzt zeige ich das Schwein an, jetzt bin ich stark genug und jetzt habe ich auch den Rückhalt von meinem Psychologen. So ist, glaube ich, der richtige Weg, so muss man das machen. Ja, ich meine, ich habe danach, 99, hatte ich einen Selbstmordversuch hinter mir. Mhm. Und seitdem an, also ging es erst wieder bergauf, dann ging es wieder bergab. Ich bekam Bulimie, weil ich auf die ganzen Sachen nicht klar kam. Klar, so reagiert der Körper und die Seele darauf. Das ist völlig normal. Und dann ging es wieder bergauf, mir ging es gut. Mhm. Und jetzt, dieses Jahr, also es ist für mich die Hölle. Also ich gehe echt jetzt durch die Hölle und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich glaube, dass du ganz dringend etwas unternehmen musst. Sei es, dass du zu einem Psychologen gehst, sei es, dass du an eine Selbsthilfegruppe dich wendest. Es muss auf jeden Fall irgendetwas geschehen. Und da würden wir dir gerne behilflich bei sein. Ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt weiterredest, der dir da verschiedene Anlaufstellen geben kann. Und du kannst dann entscheiden, das mache ich und das versuche ich jetzt. Das mache ich mit
so versuche ich mich zu fangen und vielleicht auch ein bisschen selbst dann zu therapieren und zu heilen. Mhm. Dann würde ich vorschlagen, Daniela, du legst auf. Ja. Mein Psychologe, der Peter, ruft dich an und ich, weißt du, allein, dass du jetzt angerufen hast, ne, finde ich schon gut. Das ist ja schon ein Schritt so nach draußen und auch eine Aktion, eine Initiative von dir. Finde ich ausgesprochen gut. Es fällt einem ja auch nicht einfach leicht, so etwas zu erzählen. Schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Ich bin die ganze Zeit auch tierisch am Zittern. Glaube ich. Auch vor allen Dingen in der Öffentlichkeit, auch wenn es für dich jetzt hier anonym ist, aber dennoch ist das schon ein großer Schritt, den ich schon sehr toll finde. Und jetzt wäre es schön, wenn du auch noch weitergehen könntest. Nicht zur Polizei, erstmal nicht, sondern damit du stabil wirst. Darum geht es jetzt. Ja, mir geht es halt auch um meinen Sohn, dass er nicht darunter leidet. Klar, das hängt ja alles zusammen miteinander. So, jetzt legst du auf und mein Psychologe ruft dich an. Alles klar. Alles Gute, Daniela. Okay, danke. Tschüss. Horst, 64 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Horst. Ja, schön mit dir zu sprechen. Ja. Gebe ich zurück. Um was geht's denn bei dir? Ja, du hattest am letzte Woche Mittwoch das Thema Mund. Mund, genau. Geschichten rund um den Mund. Ja. Hm? Richtig. Und da war auch irgendwie eine junge Frau und sie hatte auch Probleme mit den Zähnen. Ja. Und ja, entsinne ich mich. Und bei mir handelt es sich auch um die Zähne. Mhm. Ich bin dann von Zahnarzt zu Zahnarzt gelaufen. Der letzte der ist mir dauernd schlecht geworden, der hatte Mundgeruch. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm, wenn der Zahnarzt Mundgeruch hat. Ja. Das habe ich vor vielen, vielen, vielen Jahren auch mal erlebt. Das ist wirklich Horror, wenn der vor einem hängt und das nicht sauber ist, ne? Ja, das war wirklich grausam. Ja, dann habe ich mich dann entschlossen, nach Ungarn zu fahren. Nach Ungarn? Ja, weil die Behandlung hier wurde auf 60.000 Mark geschätzt. Boah, was wollten die da mit dir machen? Ja, ich habe mir alles implantieren lassen. Alles? In Ungarn. Den ganzen Mund? Den ganzen Mund. Also alle Zähne raus? Ja. Und den ganzen Mund neu eingepflanzt? Ganz genau. Das heißt, du hast kein Gebiss, sondern du hast alle Zähne implantiert. Richtig. Ich habe im Mund 14 Implantate. Ach. Das ist ja doll. Das wusste ich wirklich nicht, dass man das macht. Ich dachte, man kann immer so ein, zwei vielleicht, aber so den ganzen Mund sanieren in dieser Richtung. Ja. Das ist ja doll. Ist wirklich eine ganz fantastische Sache. Und ist es gut gelungen? Ja, ja. Ich meine, die Gefahr der Abstoßung hat bestanden. Also, dass die Knochen das nicht annehmen, oder wie? Ja, richtig, ja. Mhm. Aber das Risiko musste ich eingehen, weil ich hatte eine starke Parodontose. Ja. Und die Zähne hätten sowieso rausgemusst. Ja. Und dann kamen vorher noch Behandlungen, ja, und dann kamen wieder Privatrechnungen, das bezahlt die Krankenkasse nicht. Ja. Und dann habe ich mich dazu entschlossen. Im Endeffekt habe ich dann in Ungarn 25.000 Mark bezahlt. Das wollte ich jetzt fragen. In Deutschland 60.000 Mark und in Ungarn 25.000 Mark. Ja. Würdest du denn sagen, dass es von der Qualität durchaus vergleichbar ist? Absolut, absolut vergleichbar. Die Implantate des Titan, die kamen aus der Schweiz. Mhm. Also. Seine Ausbildung hat er auch hier in Mannheim gemacht. Ach so, also alles letztendlich so, nur in einem anderen Land und unter anderen Bedingungen dann, unter Kostenbedingungen. Mhm. Kann man denn so einen großen Eingriff auf einen Schlag machen? Ja, nein, der Eingriff auf einen Schlag, das hat zweimal 14 Tage gedauert. Ach, zweimal 14 Tage. Das heißt, das war verbunden mit einem Klinikaufenthalt da auch? Nein. Oder hast du in einem Hotel gewohnt? Im Hotel. Mhm. Es war keine Vollnarkose, das war nur örtlich. Das ist natürlich eine Riesenoperation, ja. Jetzt hast du wahrscheinlich ein Gebiss wie ein Hollywood-Star, oder? Das ist fantastisch. Schade, dass ich nicht sehen kann, Mann. Ja, ja. Mann. Toll, ja. Sieht man das, dass das künstliche Zähne sind? Oder sagen die Leute, Mensch, du mit deinen 64 Jahren, du hast ein Gebiss wie ein 20-Jähriger, ja, ganz genau. Sagen die das so? So sieht's aus. Man sieht überhaupt nichts. Man Toll. Spürt auch nichts. Toll. Ist genau wie meine natürlichen Zähne. Also ich bin da voll auf begeistert. Sind die auch sehr weiß? Nein, also so normale, gute Zähne halt. Ich habe extra nicht so einen Weißton genommen. Also du siehst nicht aus wie Nadel. Absolut nicht. Nadel hat ja schrecklich weiße Zähne. Die sind ja so weiß, dass man schon weggucken muss. Ne? Ja. Ja. Du hast gesagt, das bestand die Gefahr der Abstoßung. Ja. Dass alles auf einmal abgestoßen wird oder dass einzelne Zähne abgestoßen werden? Nein, dass ein oder mehrere Implantate Implantate, ja, das meine ich. Abgestoßen werden,
weil der Körper sie einfach nicht annimmt. Aber bei dir sind alle angenommen worden? Sind alle angenommen worden. Das sitzt bombenfest. Und was ist das für ein Gefühl im Mund? Ist das so wie die eigenen Zähne? Das ist genau wie vorher. Natürlich hast du nicht das Gefühl mit den Zähnen, ja. Zum Beispiel, wenn die Zähne aufeinander kommen, ja, durch diese Metallverbindung im Kopf, ja, dann ist klingt das Geräusch das ein bisschen höher, wenn die Zähne so aufeinander gehen, ja. So, ich als alter Mundfreak und Mundhygienefreak muss natürlich jetzt auch noch fragen, und das interessiert mich sehr. Ja. Wie geht das mit dem Reinigen der Zähne? Man kann ja an diesen Zähnen, da kann ja kein Karies mehr entstehen und so. Nein. Reinigst du die ganz genau, auch so normal, wie du es früher gemacht hast? Ja, ich putze mir ganz normal die Zähne. Ja? Ja. Die Implantate sind unten zugewachsen, da siehst du, wenn du da reinguckst, natürlich von hinten, der Zahnarzt will das sehen, ja, die Zähne sind von hinten verbunden. Ja. Und von vorne sieht man es natürlich nicht. Das tolle Sache, wirklich tolle Sache. Und die halten jetzt bis ans Lebensende? Ja, die werde ich mit ins Grab. Ins Grab. Die schönste Leiche irgendwann. Ja. Ja. Also das ist nur eine Anregung für einige Leute, die dermaßen Probleme mit den Zähnen haben und zahlen bei den Zahnärzten. Ja, und das war natürlich eine Radikalkur. Wobei, ich bin immer sehr vorsichtig mit diesen Tipps, wir gehen ins Ausland. Bei Zähnen habe ich es noch nicht gehört, aber bei Schönheitsoperationen habe ich schon üble Geschichten gehört, die in Polen haben etwas machen lassen. Ja, und wo es dann, also lass uns das mal nicht so als Tipp sagen. Da muss man schon sehr genau recherchieren. Man kann da an gute kommen, aber auch an schlechte. Ja. Ne? Also Vorsicht, Vorsicht. Aber dass das überhaupt so zu machen geht, das finde ich schon ganz, ganz toll. Und das ist sicher dann auch, auch wenn man etwas älter ist, auch nochmal eine ganz tolle Lebensqualität. Ne? Ja, natürlich. Wenn man den Mund toll aufmachen kann, alles ist schön und in Ordnung. Also. Für mich wäre es ein Horror, wenn ich mir morgens meine Zähne in den Mund oder auf ein Glas nehmen muss. Und so ist es halt. Ja, klar. Wer hat, ich meine, es ist ja nun auch einiges, ja, 25.000 Mark eben da mal überzumachen. Ja, klar, ja. Ist ja schon etwas. Gut, Horst, danke für den Anruf. Das war interessant, was du erzählt hast. Dankeschön. Ja, Jürgen, hab mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Gebe ich zurück. Ciao. Tschüss. Dankeschön, ciao. So, und hier habe ich noch die Astrid. Hallo Astrid. Ja, hallo Jürgen. Moment, Astrid, jetzt haben wir überhaupt nicht mehr viel Zeit. Ich gucke gerade auf die Uhr. Nee, ich kann gerade noch meinen Namen sagen, genau. Ich meine Schuld, ich habe nicht richtig auf die Uhr geguckt gerade. Aber wir können es ja noch anreißen und wenn, dann setzen wir es morgen fort. Um was geht's? Alles klar. Also es geht darum, ich mach's mal ganz kurz. Ich habe von Geburt an eine hochgradige Sehbehinderung. Ja. Ich bin fast blind und ich habe also da Probleme mit der Partnersuche. Ich finde keinen Partner. Ja. Wo suchst du? Suchst du auf so klassische Methoden, also mit Anzeigen oder Internet oder sowas? Ja, also Internet geht bei mir nicht, Computer kann ich nicht mehr sehen. Mhm. Und stimmt, das ist überhaupt eine interessante Frage. Gibt es für blinde Menschen Möglichkeiten, sich das Internet irgendwie näher zu bringen? Nee, ne? Also es gibt schon spezielle Programme für Sehbehinderte auf dem Computer, dass die Schrift vergrößert wird. Nur große Schrift nützt bei mir nichts. Ja, irgendwie, weil wir haben ja auch nicht mehr viel Zeit, jetzt hier zu reden. Die Kontaktanzeigen habe ich auch schon aufgegeben. Aber es bringt alles nichts. Nee, bringt irgendwie nichts. Mhm. Und das Problem ist irgendwie, beim Kennenlernen ist ja immer der Blickkontakt entscheidend und daraufhin spricht man ja erst denjenigen an und ich kann dann eben nicht drauf reagieren, wenn mich jemand anguckt. Das ist klar, aber wie machen das andere Leute, die von Geburt aus blind beispielsweise sind? Ja, das wäre jetzt meine Frage an deine Hörer. Vielleicht könnte ich mir ja noch einen Tipp geben. Ja. Weil es ist wirklich, also die letzte Partnerschaft hatte ich, als ich 18 Jahre alt war und ich bin jetzt 39. Ich bin jetzt also 21 Jahre alleine. So, das ist jetzt wirklich ein guter Hinweis zum Schluss, Astrid. Wir haben ja morgen wieder eine Sendung. Ich weiß auch, dass wir viele Zuschauer haben, die sind ja keine Zuschauer im klassischen Sinne, sondern die sehbehindert sind oder gar blind sind. Mhm. Da würde ich gerne morgen mit dem einen oder mit der anderen reden. Wie findet ihr eure Partner? Wie macht ihr das? Ja. Und du bist morgen dabei und hörst zu und vielleicht kommt irgendwie ein ganz guter Tipp dabei rum für dich. Ja, okay. Ist auch perfekt, ne? Haben wir noch hinbekommen. Ja, alles klar. Weil das ist natürlich wirklich eine Frage, wenn man nicht gucken kann und irgendwo hingeht und so. Also, ihr lieben Blinden und Sehbehinderten, wie macht man das? Wie kommt man an Partner ran? Und ich weiß, auch aus vielen Gesprächen, dass es viele wunderbare, funktionierende Partnerschaften bei Sehbehinderten, unter sehbehinderten Menschen gibt. Wir werden dem auf den Grund gehen, Astrid. Und alles klar, du hörst zu, okay? Ja, da bin ich gespannt. Alles Gute. Tschüss.
Okay, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik. Jens Diegel und Martin Tux. Morgen sind wir, wie gesagt, wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht, eine gute Nacht und sage tschüss, bis morgen.